Hey ho und let's go mit Snake Pass. In einer unerwarteten neuen Welt, ich dachte echt, dass es nur drei gibt, haben wir noch eine vierte entdeckt. Und wie ich mittlerweile erkannt habe, sollen die vier Welten auch die vier Elemente darstellen. Die erste war Erde, zweite Wasser, dritte Feuer und die vierte, das sehen wir da hinten schon, wie es da abgeht, Wind oder Luft, ist dasselbe. Ein starker Aufwind! Ich könnte dich bestimmt hinübertragen. Echt? Erzähl mir keinen Scheiß, du kannst das? Ach du Schüler! Geschafft. Kann ich auch wieder zurück? Okay, okay. Ja, okay, sehe schon. Ein bisschen muss ich mithelfen, okay. Okay, war ein bisschen unerwartet, weil er macht tatsächlich alles automatisch. Ich mache nichts und er geht einfach rüber. Ich muss ihn nur einmal aktivieren. Und er lässt mich auch einfach los. Und deshalb, wenn ich falsch liege, falle ich auch runter. Okay, cooles Element, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Da ist was, da komme ich aber nicht ran. Da gibt es keinen Wind, gell? Kamera will nicht, aber ich sehe keinen, nein. Und die Musik hier gefällt mir mal wieder sehr gut. Musik komponiert von David Wise. Finde ich auch wieder sehr schön. Ich habe übrigens nachgesehen, so klein wie ich dachte, ist das Entwicklerstudio gar nicht. Denn es hat zum Beispiel Spiele wie Little Big Planet entwickelt. Oder auch an der Sonic All-Star Racing mitgemacht. Allerdings nicht für bare Münze nehmen. Ich weiß nicht, ob sie nur Ports gemacht haben oder an den Spielen auch aktiv mitentwickelt haben. Boah, die Musik gefällt mir richtig gut. Vor allem die Farbgebung ist hier ein bisschen anders, gell? Als ob ich den Kontrast verändert habe oder so. Aber sieht schön aus. Ist ja auf keinen Fall was Schlechtes. Kann ich da hoch? Soll ich da hoch? Anscheinend. Ist das eine Münze? Nein, ist eine Pflanze. Okay. Dann brauche ich nichts. Also vom Design her gefällt mir mal wieder sehr gut. Die Welten wie immer noch ähneln sich sehr stark. Allerdings haben sie ja trotzdem dezente Unterschiede. Achso, da soll ich sogar hin, okay. Ich habe ein Secret überlegt, aber ich kann ja gar nicht nach oben. Allerdings heißt das nicht, dass die Welt leicht ist. Ich muss vorsichtig sein. Die fröhliche Musik lässt einen immer so ein bisschen unbedenklich wirken. Da will ich mich einfach so treiben lassen und dann sieht man sowas. Den Tod vor den Augen. Ich dachte, heute reden wir mal wieder über etwas. Ich kann heute nicht reden, also sollte ich es vielleicht auch gleich bleiben lassen. Über ein interessantes Thema. Und zwar wollte ich mal nachsehen, was für. Was für interessante Stimmgeräusche ich machen kann. So, geschafft. Was für. Anmachsprüche ist in Kombination mit. Na toll. Spaß. Mit Schlange gibt. Und um ehrlich zu sein, war ich mit meiner Recherche etwas enttäuscht. Weil es gibt gar nichts. Ich habe unsere männliche Gemeinde etwas kreativer eingeschätzt. Niveaulos, aber kreativ. Es muss immer beides da sein. So, vielleicht sollte ich zuerst das hier holen. Ja, ich habe Angst, mich hier zu bewegen. Und wie gesagt, ich habe eigentlich viel erwartet, so ein paar hundert. Aber an sich gibt es gar nichts. Der bekannteste wohl und ja, fast schon einfallsloseste ist Hey Baby. Willst du mal meine einäugige Schlange sehen? Natürlich auch ohne die Einäugigkeit zweideutig. Was baue ich hier wieder für Mist? Ja, schon bin ich unkonzentriert, wenn ich an Schlangen denke.
Aber sonst tatsächlich gibt es nichts Großartiges. Natürlich, es gibt viele Metaphern für den Penis. Was haben wir da? Schlauch, Rohr. Junge, wer wirklich? Knüppel, wenn man jetzt altmodisch sein möchte. Oder was sehr Kreatives tatsächlich. Schlangus Longus. Hört sich für mich an so ein bisschen wie ein Zauberspruch. Ah, ja, Schlangus. Genau, Schlangus Longus ist ja schon eins. Ich wollte eigentlich Schwanzus Longus sagen. Da ist mir optimal sogar noch einer eingefallen. So, am besten hier jetzt hoch. Hört sich ein bisschen an wie ein Zauberspruch. Stell mir ganz vor, wie in Harry Potter, da jemand einen Zauberstab schwingt. Na, man merkt. Meine Gedanken sind immer noch viel zu pubertär. Aber ich darf das. Ich bin erst 12. Aber tatsächlich, mehrere habe ich nicht gefunden. Und ich hänge jetzt hier fest. Komm her. Wo soll ich denn eigentlich lang gehen? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich konnte rechts rum. Ich denke, weiß nicht, beide Wege sind so beschissen aus. Wenn man die Wahl hat zwischen schlechter und schlecht. Was wählt man da? Von der Logik her schlecht. Nicht fallen. Oh Gott. Okay, gerade noch so überlebt. Da oben gab es nichts, gell? Nicht, dass da jetzt ein Bubble hängt. Nein. Aber sonst bin ich ein bisschen von der männlichen, wie gesagt, Gemeinde ein bisschen enttäuscht. Da hätten mit den Jahren doch ein paar mehr Sprüche sein können. Und damit wir immer noch was zum Quatschen haben, solange ich das Level mache. Sehe ich Wind da hinten? Achso, ich muss ja von hier irgendwie wegkommen. Ja, okay, gut. Dachte ich, reden wir einfach so allgemein. Dass überall die Federn von dem rumliegen. Ich sag ja, der ist wie ein kleines Kind. Claude versteckt jetzt irgendwo in dieser blöden Höhle. Nur er kommt halt leichter hier hin, weil er fliegen kann. Und geht weiter. Allgemein, was gibt es noch mit Schlange? Spontan ist mir jetzt auf die Schnelle nur Warteschlange eingefallen. Kennt man ja. Gibt es allerdings nicht nur im physischen Bereich. Wenn man so eine Warteschlange sieht, dann klar, die Optik deutet schon darauf hin mit der Schlange. Allerdings gibt es ja auch im digitalen Raum. Was soll ich denn hier unten? Ich kann da ja nicht mal durch. Komisch, seltsam. Naja. Damit will ich allerdings nicht das mit der Informatik zu sprechen kommen. Damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Schon zum einen, weil ich mich selbst nicht damit auseinandergesetzt habe und keinen Plan davon habe. Wo bin ich? Wieder 100 Wege und ich habe keinen Plan, wohin. Sondern wollte ich eher auf die Telefonwarteschlange. Da ist natürlich... Wow, hier ist es ganz schön windig. Lass dich nicht wegwegen. Wegwehen. Nix wegen. Man sieht ja da kein Prinzip der Warteschlange. Das Wort wurde allerdings übernommen. Kennt man ja bei irgendeinem blöden Telefondienst, wo eine automatische Stimme einen erstmal voll labert. Ich weiß noch nicht, wo ich hin soll. Ich muss mich jetzt darauf konzentrieren. Da ist der gelbe Stein, klar. Und dann kann ich auch direkt wieder zurück zur Mitte. An der Windmühle hinten ist der dritte. Und hier an der Windmühle... Wie komme ich denn ganz nach hinten? Sieht das jemand? Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Ah, mach ruhig Checkpoint. Ich habe irgendwas eingesammelt, gell? Nein, es ist nicht asynchron, ich kann noch nicht mitzoomen. Nein, danke, ich will kein Y. Ist da hin? Wie komme ich denn drüben an den... was mache ich? Nein! Ich will hoch. Na komm! Naja, egal, ich habe gespeichert. Ja, genau, hier bin ich.
Wie komme ich denn zum Roten? Weil ich will wissen, welchen Weg ich als nächstes gehen soll. Kommt man von hier? Ah, da ist ein Schalter, vielleicht damit. Okay, ich probiere es. Ich gehe jetzt hier hoch. Weil hier gibt es tatsächlich erstmal keinen Stein, sondern nur... Ja, ich sag extra nicht mehr Schlüssel. Weil das mich viel zu sehr... Konzentration kostet. Ah, Münze, 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 Münze. Hallo, Münze. Geld, 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 regiert die Welt. Auch wenn ich nicht weiß, was eine Schlange mit der Münze soll. Ich weiß immer noch nicht, was wir dafür kriegen. Ich habe gedacht, eine extra Welt, aber... Oder extra Level. Aber es scheint ja nur diese Welt Level zu geben. Das Spiel ist ja schon wie angekündigt. Ne, von hier schaffe ich es einfach nicht. Das kann ich vergessen. Ich muss höher. Das Spiel ist ja schon, wie bereits gewusst, auch relativ klein. Wenn man nicht die 100% macht, braucht man auch nicht sehr lange in den Leveln, klar. So, sieht gut aus. Ja, dann muss ich halt irgendwie da hochkommen. So, sieht gut aus. Hey, irgendwas eingesammelt, ohne zu wissen, aber hey, ich habe auch die Münze. Und mal wieder erst eine Münze. Macht mich wieder nervös. So, ich möchte da hoch. Ich bin mir sicher, das ist der Schalter, mit dem ich zum Roten komme. Na toll. Und dann kann ich rüber. Na, kommst du hoch? Sehr gut. Doodle beobachtet mich auch sehr schön. Anstatt mal mitzuhelfen ordentlich. Na gut, aber mindestens in der Welt hat er eine größere Aufgabe. Er kann mir nicht schon ein bisschen unterstützen mit dem Ding. Ach so, hier führt ein Weg hin. Ach so. Aha. Oho. Hehe. Ja toll, dann ist es egal, welchen Weg ich zuerst gehe, weil ich muss eh beide Wege manuell gehen. Super. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber was ist dieses bekloppte Ding? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ah, ist da eine Münze? Ja, da ist eine Münze. Zweite Münze gesichtet. Na gut, ich probiere es mal. Ah, ja. Was verändert sich? Sieht jemand irgendetwas? Keine kleinen Bewegungen, das heißt, es passiert irgendwas Plötzliches. Na toll. Zum großen Radius mache ich. Na komm, wie weit denn noch? Hoho, hallöchen! Du siehst ja heute glänzend aus. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass der Schalter was Optionales erfüllt. Das Projekt 2 Münzen sehe ich schon, einen habe ich schon, 3 Stück sind mir sicher. Qual der Wahl, links oder rechts, wohin gehe ich? Ich gehe erstmal dahin. Dich habe ich gerade entdeckt. Den will ich nicht vergessen. Ich habe ein Problem. Das sieht einfach aus, aber ich unterschätze es nicht. Das ist ein bisschen hässlich gemacht. So. Hoch mit dir. So, weg mit dir. Gab's noch irgendetwas? Ich guck nochmal sicherheitshalber, aber nein. War gar nicht so einfach und trotzdem. Erster Versuch geschafft. In dem Level sind wir noch nicht gestorben, gell? Wo waren hier ein Checkpoint? Da. Ich bin auch mittlerweile richtig reingekommen in dieses Schlängeln. Also noch. Ja, gut, nach kurzer Zeit will ich jetzt nicht sagen, aber man gewöhnt sich schon dran. Ich habe mittlerweile auch Gedächtnisschwund. Wie bin ich denn hierher gekommen überhaupt? Da ist das Tor, da ist die Mitte. Ah, da ist Luft. Okay, ich kann bestimmt auch zurückkommen, oder? Ich sag ja, der Vogel macht nicht alles richtig. Jetzt, ja, ja, okay. Nein, nicht geschafft. Mehr wollte ich nicht. Ah, da unten ist nur das Windspiel. Ja, Windspiele. Ich finde, es gibt schöne Designs von Windspielen. Allerdings den Klang, da bin ich kein großer Fan. Vor allem, wenn man es irgendwo draußen hat, wo dauernd Wind weht.
Naja. Das ist ein bisschen stressend. Aber wie gesagt, die Designs davon sind relativ... gibt's relativ coole. Ich weiß, ursprünglich wurden die... noch eine Münze, cool. Kann ich das so cool machen? Wow, der Wind ist schon stark. Wurden die gemacht, um irgendwie böse Geister zu vertreiben? Ne, ich komme nicht weiter, okay. Mittlerweile natürlich eher als Dekoration. Jeder will ja mittlerweile böse Geister im Haus haben, ist ja klar. Da starrt mich gerade ein Vogel an. Aus dem Fenster. Was? Ja, jetzt fliegt er weg. Was wollte der von mir? Meine Schlange konnte er nicht sehen. Der Fernseher ist andersrum gedreht. Ich weiß nicht, was ich holen soll. Die Münze ist halt genauso katastrophal. Vor allem habe ich mir noch keine Gedanken um den Rückweg gemacht. Ach, ich mache erst die Münze. Wobei ich denke, ich muss das mittlere hier sogar nehmen. Weil der Sprung wird wahrscheinlich nichts. Aber sowas von nichts. Na komm, ich will es trotzdem probieren. Ich sehe nichts mehr, danke. Hallo? Alter. Was ich heute alles finde, gell? Kann ich das so machen? Okay, Münze ist schon hier. Ich wollte eigentlich mit meinem hinteren Teil dran. Aber ich komme nicht ran. Und fallen lassen. Ah, nicht so ganz. Na komm. Ach, er will es nicht in die richtige Richtung heben. Na gut. Dann mache ich es halt manuell. Fast alle Bubbles gehören wieder uns. Münzen dagegen. Na gut, wir wissen mindestens, wo zwei sind noch. Von daher nicht so schlimm. So. Na gut, dann lasse ich mich einfach fallen, weil ich glaube, sehe keinen gescheiten Weg dahin. So, der Wind weht auch ständig, gell? Ich denke, das Visuelle ist nur die Animation. Wehen tut er die ganze Zeit. Wehen. Warum heißt es so? Wind wehen. Das Wort hört sich irgendwie beschissen an. Yay. Perfekt geschafft. So, wie komme ich hier raus? Willst du mich verarschen hier? Ich dachte, hier gibt es irgendeinen Schalter oder einen Ausweg, irgendwas. Da ist nichts. Hey, was verlangen die? Zähl mir nichts, sie wollen nicht, dass ich runtergehe. Alter. Ich will nicht sterben, nein. Toll. Ich hätte es geschafft, Mann. Also, hier sind wir wieder. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Ja, doch. Die Münze gehört mir schon. 2, stimmt, gell? Nummer 3 ist dann. Nummer 4 habe ich auch gesehen und Nummer 5 kenne ich noch nicht. Dann stimmt's. Okay, was verlangen die? Es bringt mir auch nichts, mich an den Stock da oben zu schlängeln. Na, da haben wir noch eine Metapher, sehr schön. So, dann probiere es halt. Weil hier runter ist es genauso gefährlich, finde ich. Plus, ich muss mich auch noch von da wieder retten. Okay.
Sehr gut. Ein bisschen durchgeschummelt, aber Hauptsache geschafft. Ich sehe nichts, danke. Jetzt muss ich halt hier noch wieder durchkommen. Lebend. Das bringt es mir auch nichts. Oh, jetzt können wir gehen. Doch, eine ganz schön fiese Münze. Erst was aktivieren und dann einen unmöglichen Weg hochgehen. Das ist nicht die feine Art. So. Jetzt gehen wir aber zum Gelben. Jetzt habe ich mich entschieden einfach. Unten gibt es, denke ich, nichts mehr. Das heißt, wir können gleich nach oben und gucken, wie wir den Wind austricksen. Ich denke, ich überlege kurz. Hör ich? Bin mir nicht sicher. Ich denke, ich höre wieder einen Hang raus, das Instrument. Kann das sein? Das Xylophon höre ich eindeutig. Beides so typische Eigenschaften, zum Beispiel von Crash Melody. Habt ihr da auch was versteckt? Och du Scheibe. Ach du Scheibe. Hä? Ich komme da nicht ruhig durch. Was ist denn. Hallo. Der Wind ist komplett stark. Soll ich mit Schwung da durch oder was? Ja. Nein. Nein. Ja. Oh Gott. Bitte sag mir, dass da nichts ist. Ich will nicht herausfinden, wo man da hinkommt. Oh Gott, das wird ja die Qual hier. Der Wind ist stark. Ich muss mich einmal falsch bewegen und ich bin weg. Oder am Anfang wieder, was mir genauso wenig bringt. So. Aber mit Vorsicht geht's schon. Okay. Muss man nur ein bisschen langsam sein. Ich dachte, es ist wieder so eine Geschicklichkeitssache. Ist der Wind hier immer noch aktiv? Nee, gell? Nee, nee, nee. Okay. Ich dachte schon. Ich liebe es, die Musik dabei zu genießen. So, hier muss ich mich nicht durchschlängeln extra. Ich kann hier drüber fliegen. So, damit haben wir es geschafft. Da war ich, gell? Ja. War da, oder? Ich sehe da so einen Stock. Der macht mich gerade unsicher. Ganz hinten in der Ecke. Was mich allerdings beruhigt, ist, dass ich auch von hier zurück kann. Okay, dann mache ich das. Ich gucke nochmal hier nach, nur zur Sicherheit. Ich habe es nicht mehr im Kopf, ob ich hier war. Nein, war ich nicht. Ich sehe es hier. Oh Gott, zum Glück. Ich habe mich wieder zu Tode gesucht. Wobei mir einfällt, vielleicht sollte ich doch mal wieder einen Checkpoint aktivieren. Sonst muss ich den ganzen Weg wieder latschen. Wie fies, ey. Aber hier muss ich mich noch umgesehen haben, das war viel zu auffällig. So. Münze geschafft, die letzte haben wir schon gesehen, das heißt wir können, naja, fast sorglos durch. Bubbles fehlen uns noch, die habe ich nicht durchgezählt, ob uns da noch welche fehlen. Also ob ich welche gesehen habe und wir damit auf die Vollständigkeit kommen. Hui. Das finde ich geil. Okay, also da soll ich ganz sicher nicht hin. Oder wie läuft das nochmal? Ich sehe von hier halt wieder nichts. Die Kamera ist hier zu tief. Ist ja gut. Ne, von da muss man das irgendwie machen, gell? Dann benutzen wir mal wieder die Windmühle. Die Musik ist so cool. Vielleicht, weil sie auch viele Erinnerungen weckt. Das finde ich schön, wenn Musiker es schafft. Oder eigentlich alles. Musiker, Grafiker, da ist Jacke wie Hose. Wenn man schafft, seinen eigenen Stil weiter beizubehalten.
trotzdem in neue Rungen. Wie eben hier. David Wise Musik erkennt man fast immer wieder. Oh Mann. Na gut, ich gehe halt wieder an den Anfang. Die Musik hat immer irgendeinen Stil. Ich kann es auch nicht erklären. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Instrument ist, das er immer wieder benutzt, oder... Oh Gott. Oder eine Melodie einbaut. Auf jeden Fall irgendwas ist da ein Wiedererkennwert. So, wie viele Bubbles fehlen uns noch? Einer? Oh. Dann haben wir alles tatsächlich. Da ist die Münze, da ist der Bubble. Und da ist der Schlüsselstein. Okay, bitte überleben. Vielen Dank, Nudel, dass du Nudel trägst. Und die Federn des Vogels sind überall. Soll die vielleicht auch ein Tipp von den Entwicklern sein, so im Sinne von, hier ist der Stein, such, such. Ich meine, so schwer sind sie jetzt nicht zu entdecken. Hier wollte ich nicht hin. Ich will hoch, ich will hoch. Und ich will da hin. Hä? Was ist los? Woran hang ich bitte fest? Ich wollte jetzt eigentlich darüber. Aber gut. Ich gebe mich nicht so leicht geschlagen. Hintergrund ist auch mal wieder interessant. Bisschen eisig sieht es da aus. Eine Eiswelt, das wäre auch interessant durch den Schnee. Hätten wir uns schlängeln können. Warum ist es aber eisig im Hintergrund? Ich meine, hier wächst Gras. Das passt mal wieder null und irgendwie trotzdem passt. Ach so, hier ist kein Checkpoint. Ah, ihr seid witzig. Ich will aus irgendeinem Grund immer das Schild lesen, als ob da was steht. So. Ich muss nur einmal rum sein, dann geht's schon. So. Jetzt sehe ich nichts. Kamera bitte mitmachen. Und flieg! Und damit, ich guck nochmal nach, aber wir haben alles. Und zwar in einem Durchgang. Ich musste eigentlich gar nicht zurück, gell? Für die eine Münze, okay, aber das lag ja praktisch auf dem Rückweg. Und das heißt, es geht ab ins Ziel. Das erste Level dieser Welt beendet. Fehlen noch, vermutlich, wenn es weiter beim Prinzip bleibt, 3. Dann mal sehen, wie das Finale vor allem aussieht. Ich will wissen, ob es einen Bosskampf gibt oder einfach nur ja, per Sequenz das gelöst wird oder wie auch immer. Oh. Oh. Okay, da habe ich schon mal die Bestätigung. Normalerweise, ihr seht, wir sehen 3 Level, grafisch gesehen. Hier allerdings nicht mehr. Das heißt, es gibt nur 15. Okay. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, im nächsten Part geht's weiter mit den Hurricane-Höhlen. Und damit, keine Sorge, heute sind nicht alle Tage. Ich werde wieder niveauvoller, keine Frage. Bis dahin, ciao!